Wir sind zurück zum Herrenfinale der Weltmeisterschaft aus München unter Föhring. Im August hat das Ganze stattgefunden im Dream Bowl Palace, der nagelneuen, des nagelneuen Bowling-Tempels, kann man schon fast sagen, hier in München. Und wir sehen Chris Barnes gegen Patrick Allen. Chris Barnes, der Spiel Nummer 1 für sich entscheiden konnte, hier allerdings wenig zufrieden ist. Ich glaube, der ist eh nie zufrieden. Aber du hattest angedeutet, er hatte eine schlechte PBA-Saison. Schlecht in Anführungszeichen, halt für seine Titel Verhältnisse gewonnen. Ja. Genau. Dafür hat er dann letzte Woche seinen ersten Titel auf der europäischen Tour gewonnen, in Wien. Das war auch beeindruckend zuzuschauen. Da war auch die Creme de la Creme am Start. Also Finale hätte auch auf der PBA-Tour stattfinden können. Chris Barnes gegen Pete Webber. Ja, und so schlecht war die Saison von Chris Barnes, wie gesagt, nur für seine hohen Ansprüche, die er hat. Denn immerhin war er in 4 TV-Finals und, ja, wie viel? 3-mal Zweiter geworden. Also, ja, das ist natürlich eine Problematik, die ihn schon seine ganze Karriere lang so ein bisschen fast verfolgt. Er kann die gezeigten Leistungen aus den Vorrunden einfach nicht in Titel ummünzen, weil er hatte, wenn man die Leute fragt, wer der talentierteste Spieler auf der ganzen Tour ist, kriegt man pausenlos eine Antwort: Chris Barnes. Ja, aber bisher hat er das nicht so wirklich in Titel umsetzen können. Ja, und bei PA, bei Patrick Allen, der hat mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt, die gesamte Saison über. Immer wieder on and off, also immer wieder dabei gewesen, dann wieder Päuschen machen müssen und hatte so. Ja, aber der war ganz stark jetzt hier. Und auch er, dass eine Parallelität zwischen den beiden. Patrick Allen auch ohne Titel in der Saison 2009-2010 in der PBA. Pepsi Red, White and Blue Championship wurde er Dritter. Bei den Go RVing Matchplay Championship wurde er Zweiter. Aber auch das, wie gesagt, viele wären froh, wenn sie das mal erreichen würden. Ja, wie gesagt, unsere Jungs waren ja auch am Start. Wie gesagt, ich hätte natürlich lieber selber gespielt, aber dem war halt leider nicht so. Nichtsdestotrotz, die waren überaus erfolgreich. Und wenn man realistisch ist, wenn vorher mit einer Medaille wäre man mehr als zufrieden gewesen. Und am Ende waren es gleich zwei. Im Doppel Jens Nickel und Bodo Konietzny mit Bronze. Und in der Fünfermannschaft ebenfalls Bronze, gegen die Finnen im Halbfinale verloren. Da war ich halt wirklich, zu dem Zeitpunkt war ich vor Ort, und was die Jungs die letzten beiden Spiele in der Fünfermannschaft da gespielt haben und gezeigt haben, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Also das war fantastisch, mit diesem Publikum die Halle voll bis zum Platzen, und die spielten sich da in einen echten Rausch und haben dann wirklich im entscheidenden sechsten Spiel nochmal 11-20 geworfen, also 224 Schnitte im letzten Durchgang, und haben sich da wirklich noch ins Finale reingekämpft. Das war sagenhaft. Ja, noch einmal der Verweis: kommendes Wochenende, also am 9. Samstag, den 9. Bundesliga im Dream Bowl Palace in München unter Föhring. Wer in der Nähe ist, sollte es sich mal anschauen. Kann man sich vielleicht hier und da ein paar Tricks und Kniffe abschauen. Das will ich doch hoffen, dass das möglich ist, auch bei uns. Also Spielbeginn ist samstags um 12, ungefähr bis um 6:30 abends, und sonntags geht es um 9.20 Uhr los. Da wird ungefähr bis um 2 gespielt. Ja, sowohl die Herren- als auch die Damen-Bundesliga ist dort. Ja, und dann können Sie mal sehen, ob Michael Krämer nicht nur schlau daherreden kann hier auf Eurosport, sondern es auch umsetzt. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Ah.
Also Patrick Allen hat hier immer noch nicht so richtig den Weg in die Gasse gefunden jetzt auf der zweiten Bahn. Denn das ist das Untypische im Vergleich zur PBA oder halt auch zu den Vorrunden. Hier wird jetzt sogenannte europäische Spielweise gespielt. Das heißt, das erste Spiel wurde auf Bahn 12 gespielt und jetzt das zweite Spiel halt auf Bahn 11. Auf der linken Bahn ist das Long-Oil-Muster und auf der rechten Bahn halt das kürzere Ölmuster, Medium halt mit 38 Fuß. Ja, Auswahl an Bahnen gab es ja genug im Dreamboat Palace. Naja, gut, aber wenn man überlegt, dass vorher halt die Top 16 die K.O.-Runden gespielt haben, da ist das halt schwierig, dann das auszuweiten, dass da jedes Mal zwei Doppelbahnen im Prinzip parat sind. Auch das hätte hier noch gepasst, aber... Ja, da freut er sich, Patrick Allen, dass es doch nochmal hinhaut mit einem Strike. Das Gute ist ja, in Anführungsstrichen, wenn wir schon beim Ölmuster waren, die beide kommen sich nicht in die Quere in diesem Finale. Einer Linkshänder, einer Rechtshänder. Haben wir auch schon ausreichend diskutiert. Da versaut man sich nicht gegenseitig die Spur sozusagen. Ja, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das hier jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil war. Also beim Zuschauen, das war wirklich so stark bahnpaarabhängig, wo man vernünftige Ergebnisse spielen konnte und wo nicht. Und natürlich, wer vorher mit auf der Bahn war. Und dies war jetzt gerade so ein Ölmuster auch, was so im zweiten, dritten Spiel für die meisten Leute besser zu spielen war. Das heißt, wenn wir jetzt zwei Rechtshänder gehabt hätten, wäre es unter Umständen angenehmer und interessanter geworden von den Ergebnissen her. Ja, aber Chris Barnes spielt hier gerade richtig groß auf, bis auf den ersten Frame, wo er 8-1 gespielt hat. Haut er seinem Teamkollegen, muss man ja sagen, in diesem Fall bei der Weltmeisterschaft, hier einen Strike nach dem anderen vor die Nase. Oh, der will auch nicht fallen. Hat hier aber auch nicht so... das nötige Glück dabei oder das nötige Händchen. Ja, die einzige Goldmedaille, die auch nicht an die USA ging, die wurde im Doppel vergeben. Das war auch ein hochinteressantes Finale zwischen Matthias Arup mit seinem Partner Martin Paulsen und der Kombination Yu und Mut aus Malaysia. Diese Begegnung wurde erst im allerletzten Frame entschieden und die Schweden hatten das glückliche Ende für sich mit 398 zu 379. Und da stand halt, wie gesagt, unser deutsches Doppel Konietzny-Nickel im Halbfinale gegen Malaysia. Und naja, ich lasse das Ergebnis jetzt mal weg, kann jeder nachlesen im Internet. Die haben da leider verloren. Und der Titelverteidiger war da ebenfalls im Halbfinale. Und das war eben Patrick Allen gemeinsam mit Reno Page. Also wir hören schon da auch Patrick Allen mit Reno Page. Also da waren wirklich für alle, die diese WM besucht haben, die konnten endlich mal ja, die Jungs, die wir hier Woche für Woche auf Eurosport ihnen vorstellen, die Stars aus der PBA, die konnte man endlich mal live und fast zum Anfassen genießen. Ja, es waren ja nicht die einzigen. Ja? Deutschland hat im Halbfinale im Teamwettbewerb gegen Finnland verloren mit Osku Palerma und Mika Koivuniemi. Auch die, alles andere als unbekannt. Ja? Ein Einzelwettbewerb, auch Gold USA, Bill O'Neill, der diese Saison ja lange, lange Zeit heißer Anwärter auf Spieler des Jahres Ehren war auf der PBA Tour. Und da war es dann natürlich auch neben dem sportlichen Wettkampf für die ganzen Teilnehmer mal höchst interessant, sich mit den Kollegen aus den USA, die ihr Geld damit verdienen, mit diesem Sport, mal so ein bisschen auszutauschen, ein bisschen zu fachsimpeln, die Jungs mal kennenzulernen, weil Berührungsängste, das kennen Bowler untereinander nun wirklich eigentlich überhaupt nicht. Nein. Das ist peinlich, mein PA hier, das ist embarrassing.
Ich finde das gar nicht so peinlich, was der Barnes hier abliefert. Nee, was der Barnes abliefert, ist nicht peinlich, ne? Ja, da kann selbst er nicht mehr vernünftig schmunzeln. Und der einzige Wettbewerb, der wirklich so ein bisschen überraschend ausging, war sicherlich das Trio. Überraschend nicht deshalb, weil die Amis am Ende doch Gold gewonnen haben, sondern überraschend deshalb, weil zwei Trios dabei waren, die sicherlich vorher keiner auf der Rechnung hatte, nämlich Mexiko und Chinese Taipei. Gut, ja, das sind die von mir schon im Vorfeld angesprochenen, am Anfang der Sendung, Nationen, wo man ja grundsätzlich nicht davon ausgegangen ist, dass die so, oder besser gesagt, man erwartet es nicht, dass dort so ein hervorragendes Bowling gespielt wird. Da gab es dann schon einige Überraschungen im Turnierverlauf. PA im achten Frame. Na, also. Mit Doppelstreik, jawohl. Ja, während es bei Chris Barnes schon 7 in Folge waren zu diesem Zeitpunkt. Nur der erste, der offene Frame, hat ihn an einem, bislang an einem perfekten Spiel gehindert. Ja Gott, der spielte wie aus einem Guss. Chris Barnes. Der 40-Jährige aus Texas. Was wollte ich in Florida sagen? Da kommt PA her. Double Oaks in Florida, okay. Ja, gibt's vielleicht auch, wer weiß. Auf jeden Fall kommt er aus Texas. Hat er eigentlich Frau und Kinder dabei? Nein. Nicht. Also da nicht. Ich meine, die waren über 14 Tage vor Ort und ich denke, da hat Linda auch Besseres zu tun gehabt mit den Kindern zu Hause. Ja, aber normalerweise in den PBA TV Finals, wenn wir Chris Barnes sehen, da sind eigentlich regelmäßig Ryan und Troy, seine beiden Kinder, sowie Frau Linda mit von der Partie, unterstützen ihn. Aber da ist das Ganze ein bisschen einfacher, ja? Wenn der Fernsehfinale erreicht hat, dann weiß er es Freitagabend und dann kann samstags die Frau mit den Kindern einfliegen zur Not und am Sonntag ist die Fernsehübertragung. Also hier war der Flug ein bisschen aufwendiger. Ja, und auch ein bisschen weiter. So, mit dem Räumer hat er das Spiel auch sicher, denn ob man es glaubt oder nicht, auch Patrick Allen schickt sich an, doch noch ein gescheites Spiel daraus zu machen. Ja, aber wie gesagt, Best of Five der Modus in diesem Finale. Und so wie Chris Barnes, der ja schon 1-0 führt, hier aufspielte in dieser zweiten Partie, ja, da musste man wirklich Angst haben, dass das ratzfatz in 3 Spielen rum ist, dieses Finale. Aber bei diesem Score 257, wirklich Chapeau, Hut ab. Und plötzlich lief es auch bei Patrick Allen, eine Sache, die wir auch schon des Öfteren in der PBA gesehen haben, nicht nur bei ihm, bei eigentlich jedem Spieler. Wenn der Druck erstmal raus ist aus einer Partie, dann läuft's. Und gerade die Frames 7, 8, 9... bei PA wirklich ansehnlich. Das waren auch Strikes ohne jegliche Diskussion, also da war kein Glück dabei. Ja, jetzt gibt es da wirklich nichts dran zu meckern. Ich hoffe, er kann dieses jetzt so ein bisschen ins nächste Spiel retten und an seine Leistungen aus den Vorrunden hier beziehungsweise aus den ersten Runden im Masters-Finale anknüpfen. Denn da, wie gesagt, hatte sein Kontrahent gegenüber deutlich größere Probleme als er selber. Ja,
Also im ersten Spiel ging es 213 zu 188 aus. Jetzt nochmal eine Steigerung und zwar von beiden. 257 zu 236. Aber Chris Barnes ist 2 zu 0 in Führung gegangen. Die mögliche Entscheidung, die gibt es gleich. Kurzes Pauschen.